Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich bin die Pamela und schön, dass ihr wieder beim Eingeschalten habt. Ich hoffe, euch geht's gut und wenn nicht, dann hoffe ich, nach meinem Video geht's euch dann ein bisschen besser. So, und zwar habe ich heute ein Unboxing für euch, ein Dreier-Unboxing, und zwar von der Goodiebox. Ich habe sie schon ausgepackt, dass man hier nur mehr die Schubladen hat. Und die waren im Sale, die kosten ja, Goodiebox kostet normalerweise 19,95 und da haben sie nur mehr so zwischen 11 und 13 Euro gekostet und da habe ich dann zugeschlagen. So, die erste Box hat hier so ein rotes Design und das haben wir hier drin und zwar von Chewgum. Das habe ich zwar sogar schon mal ausprobiert, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist ein alter Flyer. Natürlich sind die Boxen jetzt schon ein bisschen älter. Dann ist da noch minus 10% auf Schmuck. Und hier haben wir noch das Goodiebox Booklet. Das ist sehr süß. In so Aprikot und Pink. Da stehen die ganzen Sachen drinnen. So, so schaut es einmal aus. Das ist so ein rosanes Seidenpapier und ein rosanen Klebi. Machen wir jetzt gleich einmal gemeinsam auf. Und der Blick in die Box ist das hier. Man sieht auch schon, da kommt auch schon ein Kaugummi zum Vorschein. Und da freue ich mich sehr, wenn, ich weiß, die gibt es bei uns beim Billa Plus. Die sind sehr gut, die sind eine Minze und schau mal schnell. Aha, das ist anscheinend ein Goodie, denn hier ist es gar nicht angeführt. Das ist gratis dabei. Das finde ich cool, da freue ich mich sehr. Weil so richtig viel Kaugummis kaufe ich mir eh nie selber. Dann haben wir eine IVIE Face Cream mit Provitamin B5. Für alle Gesichtstypen geeignet, 100% vegan. Das ist diese Creme und die kostet 7 Euro. Einfach morgens und abends nach der Gesichtsreinigung soll man die auftragen. Und als nächstes haben wir ein Arganöl. Hair Serum, ein Haarserum ist das. Sieht so aus. Das sind 30 Milliliter. Okay, das ist anscheinend eine kleinere Größe, weil da steht, für 55 Milliliter kostet das 22,90 Euro. Das ist quasi ein Serum für deine Haare. Gegen Friss, Hitzeschütze und Feuchtigkeitsspender. Wuhu! Ja, kann man auch gut gebrauchen. Dann haben wir von Nails Inc. ein Topcoat. In 45 Sekunden soll der trocknen. Finde ich auch ganz cool. Und der kostet, oh mein Gott, Full Size 15 Euro. Krass. Also so einen tollen Topcoat hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Dann ist was Tolles für die Me-Time drinnen und zwar von Star Skin VIP, der Gold Mask Eye. Oh, super, da brauche ich eh schon wieder eine. Für so Augen, das sind so Augenpads unter die Augen, gegen Augenringe. Und das finde ich super. Oh mein Gott. Aha, okay, also ein 5er-Pack kostet 25 Euro. Das heißt, diese eine Maske würde 5 Euro kosten, finde ich auch eigentlich relativ viel. Und das werde ich austesten und das zeige ich euch dann in meinen Aufgebraucht-Videos. Da kommt eh demnächst schon wieder eines, weil ich schon so wieder so viel aufgebraucht habe. Das ist ein Wahnsinn. Sorry wegen den Hintergrundgeräuschen, aber mein Sohn macht hier gerade ein paar Klopfgeräusche neben mir. So, das nächste ist sehr gut verpackt. Und zwar ist es eine Palette. Ich liebe ja Paletten. Und die ist auch noch so schön in Gold von Larizzi Cosmetics. Eine Athena Palette. Oh, die ist schön. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist eine Eyeshadow-Palette. Auf dem Bild schaut die aber sehr viel knalliger aus, aber in echt ist das eine sehr schöne, nudige, roséfarbige Palette. Und da bekommt sie auch demnächst ein Schminki von mir natürlich. Die kostet 43 Euro, also ganz schön teuer. Und würde ich mir normalerweise nicht kaufen, das wäre mir ehrlich gesagt zu teuer. Die hat 4 matte und 5 schimmernde
schöne Shades drinnen. Ja, man soll eine Lidschattengrundierung nehmen, schreiben sie rein. Und mit etwas Wasser befeuchten. Das mache ich eh auch immer, beziehungsweise mache ich das mit meinen, mit meinem Fixing Spray, dass ich es noch rauskriege. Wir gehen über zur nächsten Box und die ist ganz, ganz schön hellblau. Wir hatten erst so eine blaue, aber die war rundherum blau. So, und da haben wir als erstes einmal ein Kärtchen mit der Vitamin C Box. Don't be sorry for enjoying taking care of yourself and feeling good about it. Also so Meditation, Energie wollen sie in diese Box bringen. Und jetzt bin ich schon mal gespannt. Da ist wieder ein rosane Seidenpapier und ein rosaner Klebi. Und, wow, da riecht es voll gut raus. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Als erstes, aha, ist gar kein Booklet drinnen in dem Fall. Als erstes nehme ich gleich diese Bürste raus, denn die habe ich letztes Mal bei meinem Friseur gesehen und die war so cool, die ist so cool geformt und das ist so eine natürliche Haarbürste. Das ist natürlich alles auf Englisch, das ist ja wieder ganz klar. Also es sind so nachhaltige Materialien und nur diese Einzelelemente sind aus Nylon gemacht. Und es soll 5 Jahre halten, steht da. 5 Jahre? Na bumm. So, dann da kein Booklet drin ist, versuche ich euch dann die Preise rauszufinden und werde euch das einfach einblenden. Dann haben wir von der Firma Valcoeur. Ich schau mal rein, schaut so aus. Oh, das hat so gut gerochen. Eine Seife. Es geht so. Ich habe schon bessere, also ich würde sagen, es ist ein festes Shampoo. Festes Shampoo. Aber kann sein, dass ich das als Pinselseife einfach nehmen würde. Dann haben wir von Balance Me ein Face Oil, 100% natürlich. Das finde ich auch cool, denn das gebe ich mir normalerweise jeden Tag in der Früh drauf. Habe ich ein Öl, aber ich habe es von MAC Cosmetics oder das Nuxe, dieses Trocknungsöl, das hat auch so Schimmerpartikel drin. Wenn das leer ist und das Nuxe wird bald leer, dann könnte ich das ausprobieren. Das ist sehr, sehr schön. Jetzt muss ich mir das nur so zusammenlegen, sonst kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. So, und das nächste, da haben wir einen Mascara Raincoat Waterproof von Sandstone in Black. Das ist eine Wimperntusche und ich habe da, glaube ich, schon einen Lippenstift davon. Sieht so aus, schaut eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Und dann habe ich noch einen Lichtschutzfaktor 15. Aber ist jetzt nicht so viel, ne? Aber besser wie nichts, ne? Für die ganze Familie. Das ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. So, das war die zweite Box. Das war die blaue Box jetzt. Und jetzt mache ich noch die dritte Box mit euch auf. Und die hat eben so ein weinrotes Design. So, schauen wir mal, was da noch drinnen ist. Best Secret. Das sind so Designer-Label ist das. Und da haben wir wieder ein Booklet drinnen, das ist schön. The Stop Feeling Guilty Box ist das. So, das kann ich euch dann wieder dazu sagen. Dann haben wir hier wieder so ein, da haben wir ein weinrotes und mit einem weinroten Sticker drauf. Oh je, da steht Ups. Ups. Hier kommt eine dicke Non-Apology von unseren Freunden von Manakata Beauty. Sie sind sorry not sorry, dass ihr Lash Extending Primer nicht rechtzeitig angekommen ist. Aber keine Panik auf der Titanic. Wir versprechen euch, dass ihr dieses Produkt trotzdem in einer zukünftigen Goodiebox erhalten werdet. Ich hab's schon und ich verwende es seitdem eigentlich immer. In der Zwischenzeit ist MCO Beauty für sie eingesprungen mit ihrem Clear Brow Gel im Gepäck. Ein Hoch auf MCO Beauty und viel Freude mit einem perfekten, gestylten Augenbrauen in Full-Size-Größe. So schaut das aus. Da haben sie das reingemacht. So, Blick in die Box. Zeige ich euch wieder. Das heißt, die haben wir gleich einmal
eine große Palette, aber die lasse ich bis zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Und ich fange gleich einmal mit den MCO Beauty an. So sieht das aus. Das ist ein klares Augenbrauengel. Und das kommt bei mir einfach ins Backup. Dann haben wir, wie viel kostet das denn? Ah, das steht jetzt da gar nicht drauf, oder? Oh ja, es kostet, seine Full-Saison kostet 16 Euro, also ganz schön teuer. Dann haben wir noch von James Reed die Gradual Tan Sleep Mask Face mit Retinol. Das finde ich cool, weil das müsste ja eigentlich dann eine bräunende sein. Aber ich schaue gleich einmal nach. Eine sanfte Bräune über Nacht. Diese Schlafmaske entfaltet ihre Magie während deiner Schönheitsschlaf. Da ist Retinol drinnen, Vitamin A, sie reduziert die feinen Fältchen, nährt deine Haut und hinterlässt einen feinen gebräunten Glanz. Die Maske sollte man ein bis zweimal pro Woche vor dem Schlafengehen auf die gereinigte Haut auftragen. Am Morgen abspülen und deine Haut tagsüber natürlich weiterhin mit Sonnencreme oder Lichtschutzfaktor angereichertem Make-up schützen. Ja, das finde ich cool. Das werde ich auch ausprobieren. Was haben wir noch drinnen? Der Cure. Das ist ein Empowering Fluid Repair Mist. Das sind 15 Milliliter. Ah ja, die Schlafmaske ist mega teuer. Die kostet 50 Milliliter. 25 Milliliter haben wir drinnen, kostet 20,25 Euro, also das ist richtig krass. Und das, da haben wir 15 Milliliter drin, das kostet auch 23 Euro, das ist, schauen wir mal, was ist das? Den Repair Mist von der Cure lädt der Mikrobiom mit Vitamin C, Shiitake-Pilze, BHA und einigen Superfoods, Ingwer, Grünkohl, grüner Tee, Kurkuma und Ashwagandha auf. Man sollte das als ersten Schritt deiner Hautpflegeroutine oder beim Bedarf über den Tag hinweg auf deine Haut einsprühen. Die wird es dir mit einem Vitalitätsboost und einem strahlenden Glow danken. Cool. Probiere ich gleich einmal. Hey. Ja, riecht irgendwie eh relativ natürlich und... Ja, schauen wir mal. Ich werde das ein paar Mal ausprobieren und kann ich euch mehr dazu sagen. Dann haben wir hier noch einen voll schönen Pinsel von Nire, die Nummer 223, ein Eyeshadow Pinsel. Den finde ich auch voll schön. Dann kommt gleich eben zu meiner Pinselsammlung dazu. Den finde ich so cool. Und der kostet 8 Euro. Der ist grau, flauschig und komplett vegan. Das ist auch wichtig zu wissen. Ja, und da kann man eben Lidschattenglitzer oder Creme-Lidschatten auftragen. Und das letzte Teil, da freue ich mich wieder mega, 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 ist diese Palette. Die ist von Bare. Butanic Beauty. Eine Eyeshadow-Palette. So, jetzt habe ich hier natürlich keine Schere. Moment, ich komme gleich wieder. So, und zwar, jetzt schauen wir sich mal die Palette an. Was ist das für eine? Die ist wieder sehr gut eingepackt in so Papier, also Plastik. So schaut sie innen aus, also schaut ein bisschen anders aus innen, aber ist auch schön mit diesem Roségold und ja, eine sehr, sehr schöne neutrale Palette. Und die wird, denke ich einmal, bei mir wird die sicherlich verschenkt werden, denn die ist mir zu neutral. Also dazu werde ich fast nicht greifen, deswegen habe ich die jetzt nur angeschaut. Die kostet 25 Euro. Die hat 21 Nude-Töne und matte, schimmernde Nuance und angereichert mit Shea-Butter sind die. Sie reduzieren das Auftreten von kleinen Augenfältchen. Das ist mal cool. Ja, das ist echt, echt, echt cool. Was ich dann noch vergessen habe, das Motto von dieser Box. Und zwar... Wie können wir Frauen aufhören, uns
schuldig zu fühlen. Wir Frauen sind schuldig im Sinne der Anklage. Wir fühlen uns manchmal sogar schuldig, weil wir uns schuldig fühlen. Schuldgefühle sind die sinnlosesten Emotionen, die es gibt. Denk mal drüber nach. Glück, Angst oder Wut sind alles Emotionen, die uns irgendwie motivieren oder Veränderungen vorantreiben. Schuldgefühle hingegen blicken ständig auf die Vergangenheit zurück und verursachen Selbstvorwürfe. Und trotzdem verbringen wir immer noch so viel Zeit damit, uns schuldig zu fühlen. Sind Schuldgefühle also ein Teil von uns und wir müssten lernen, mit ihnen zu leben? Auf keinen Fall. Lass uns einen Weg finden, unseren Schuldgefühlen ein für alle Mal den Rücken zu kehren. Lasst uns über unsere individuellen Schuldgefühle sprechen, indem wir sie anerkennen, hinterfragen und ihnen dadurch ihre Macht nehmen. Lasst uns all diejenigen ignorieren, die unseren Lebensstil hinterfragen, nur weil sie einen anderen Weg für sich selbst gewählt haben. Und lasst uns mit gesellschaftlichen Normen brechen. Kurzum, hier ist ein großer Mittelfinger an all die Gedanken und Befürchtungen, was andere denken, und ein herzliches Willkommen an alle Non-Apologies. Sorry, not sorry. Es ist Zeit, genauso zu leben, wie wir es wollen. Finde ich ein tolles Motto. Also bin ich und stehe ich voll dahinter. Also, das waren jetzt meine drei Goodieboxen im Sale. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich habe mir natürlich vorab schon angeschaut, was da drinnen ist. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit denen. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Pamela.